Willkommen zurück zu Origami King. Wenn das Spiel in Kapitel unterteilt wäre, dann wäre das hier wahrscheinlich der Beginn eines neuen. Was ich schon weiß, ist, dass es aufs große Meer hinausgeht. Das hat das Spiel ja, also daraus hat das Spiel kein Geheimnis gemacht. Und da freue ich mich drauf, weil es, ja, ist ja schon fester Bestandteil der Paper Mario Reihe, dass man irgendwann mal aufs Meer hinausfährt, schon seit Paper Mario fürs N64, obwohl auf die Insel der Yoshis gefahren ist, dann in die Legende vom Äonentor, auf Isla Corsaria, was auch sehr cool gemacht war mit der ganzen Piratengeschichte. Und auch in Color Splash, ja, mit dieser Paralleldimension. Das war eines meiner Lieblingskapitel. Ich gehe hier ins Myko-Museum, nicht um mir die tollen Sachen anzusehen, sondern weil Kapitän Toad, denke ich, hier sein müsste. Er hat nämlich gesagt, er geht hier hin, um dieses komische U-Boot da abzuholen. Gute Neuigkeiten, Mario. Wir haben da einen Neuzugang in Sachen Pokale. Ah, wie schön. Münzmatrose. Schwer verdient. Hat sogar die richtige Abbildung. Oh, schön. Wurfstern-Virtuose. Ich frage mich, wie viele es davon gibt. Alle Pokale werden sorgfältig mit meiner eigenen Spucke handpoliert und in der Schatzgalerie ausgestellt. Aha, also nicht mehr zum Anfassen geeignet. Vielleicht hätte ich das mit der Spucke für mich behalten sollen. Wenn ich meinen Sammelinstinkt nicht täuscht, fehlen dir noch genau so viele Pokale. 13. 13. In Worten 13. Okay, das muss ich jetzt ganz schnell verdrängen. Hier, Super Marino, das legendäre Schiff von Kapitän Toad. Wo ist denn der Typ? Hast du ihn gesehen? Einige neue Ausstellungsstücke. Ah, interessant. Dann gehe ich mal zum Hafen. Vielleicht hat er sich ja dahin verirrt. Wisst zwar nicht warum, weil wir ihm eindeutig gesagt haben, wo die Super Marino steht. Aber die Charakter haben ja manchmal so ihre Eigenheiten. Nicht wahr, ihr Toads? Ihr könnt davon ein Lied singen. Ach, da hinten auf den Steg müsste ich, glaube ich, mal wieder gehen. Den inzwischen habe ich ja einen neuen Boss besiegt. Dann gibt es da sicher auch eine neue Trophäe zu kaufen. Sollen wir den Modo hießen? Nein, sollen wir nicht. Wo ist denn der Typ? Das hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass das zum Problem wird. Oder... Das wäre irgendwie auch doof, oder? Wenn ich aus der Wüstenregion den Weg zurücklaufen muss, damit das getriggert wird, das Event. Hallo? Da sind wir. Jetzt ist eigentlich bereit. Bist du bereit? Ich habe Schatzminis, aber nicht rumerzählen, ja? Der Locher. Für billige 798 Münzen. Immer her damit. Das ist ein schöner Locher. Danke, Kumpel. Ha? Hier oben was? Oh. Wieso kann man dann überhaupt hier hoch? Da ist doch was nicht in Ordnung. Das mit den Pokalen interessiert mich jetzt aber doch irgendwie. Ah, hier. Kriegt man da einen Hinweis? Oha. Ach so. Die kriegt man dann mehr oder weniger... umsonst, wenn man das Spiel einfach nur weiterspielt. Fange den legendären Cheep-Cheep und den legendären Blooper. Das hat was mit dem Angeln zu tun. Ach so. Okay, das ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, nicht für jeden der 15 Pokale irgendwie so ein Minispiel. Wäre aber auch ganz nett gewesen. Wäre ich hier wenigstens noch eine Weile beschäftigt. Naja, das hilft mir auf jeden Fall nicht dabei, Kapitän Toad zu finden. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück in die Wüste, weil das ist der letzte Ort, an dem ich ihn gesehen habe. Ich bin jetzt einmal durch die Wüste gelaufen, durchs Shogunland, wieder hierher zurück. Ich weiß nicht, wo ich nach dem Typ noch suchen soll. Muss ich jetzt googeln, wo der ist oder was, um das nächste Kapitel starten zu können? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, ich muss mir nochmal den Part angucken, wo ich mit dem geredet habe. Ich weiß nicht, wo der ist. Tja, also, es hat geheißen, er geht ins Museum, er ist nicht da. Die einzige Spur, die ich jetzt noch verfolgen kann, ist wirklich mal aufs weite Meer rauszufahren.
Mehr kann ich nicht machen. Skipper Toad! Ich hoffe, du skippst nicht meine Videos. Motor hießen? Auf geht's. Tut tut. Please. Zeig mir was. Wo ist denn die Luftschlange hin? War die nicht früher noch da? Wow! Immerhin sagt sie was. Der weite Ozean ist sehr groß. Absolut riesig. Stimmt, sie war ja noch gar nie hier. Und die Brise fühlt sich toll an. Aber warum riecht sie denn nach Salz? Der weite Ozean ist so endlos. Man kann ihn eigentlich nur mit dem Wort gewaltig beschreiben. Obwohl, vielleicht bleibe ich doch einfach bei weit. Oder vielleicht ganz schön total groß. Ja. Oh, schaut mal. Da ist die violette Luftschlange. Sie zieht sich über den weiten Ozean. Sieht ja ziemlich lang aus. Wie weit sie wohl noch geht. Der weite Ozean ist ja, wie gesagt, riesig. Da sollten wir besser nah an der Luftschlange dranbleiben. Können wir machen. Dann hat sich das mit Kapitän Tod wohl jetzt vorerst erledigt. Ist in Ordnung. Umsonst nach ihm gesucht. Ich möchte aber tatsächlich jetzt endlich nochmal in Richtung der Insel der Riesen aufbrechen. Weil da war ich jetzt schon zweimal und durfte beides Mal nicht hin. Und ich will jetzt endlich wissen, was es damit auf sich hat. Wenn sie nicht sagt, nein, wir müssen der lila Luftschlange folgen. Es funktioniert. Endlich. Oh, Revanche-Insel? Bin ich hier falsch? Insel der Kämpfe. Hier durch, dann geht's zur Sache. Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre die Insel der Riesen. Willkommen, Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwarten dich 7 mächtige Pappmacho-Gegner. Wenn du sie besiegst, sollst du belohnt werden. Für jeden Sieg erhältst du mehr und mehr Münzen. Fallen jedoch deine Kraftpunkte auf 0. Game over. Du verlierst die Runde und alles Erkämpfte. Der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob du nach einem Sieg weiterkämpfen willst oder nicht. Genug der Worte. Die Insel will Kämpfe sehen. Ring frei für Runde 1. Boah, also die kann man jetzt schon als Riesen bezeichnen, oder? Hey, die haben mehr Sticker als gewöhnlich. Das ist nicht fair. Runde 1, der stampfende Schrecken Pappmacho Goomba. Ja, den kriegen wir doch noch platt, oder? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwie in den reinlaufe. Habe ich ein Zeitlimit? Ich habe kein Zeitlimit. Lauf doch nicht bis ans Ende der Welt, Kollege. Nicht, dass ich hier jetzt schon Hallo? LOL! Dass ich jetzt schon gespoilert werde, weil neue Pappmacho-Gegner auftreten. Obwohl die spannendsten aller Gegner sind die ja jetzt nicht. Ich hoffe, das lohnt sich auch hier mit den Münzen. Das dauert ja ewig, so ein Viech platt zu kriegen. Boom! Oh, das gibt eine Heilung. Zwischenheilung. Ich setze mich einmal in die Ecke. Und krieg so ein Wasser in den Mund gespritzt. 100? Boah, da machen wir wieder mal, oder lieber mal weiter. Ausgezeichnet, die Insel ist erfreut. Der nächste Gegner erscheine. Lass mich raten, das ist ein Koopa. Oder ein Shy Guy. Ja, das war nämlich der nächste, den wir in der Story getroffen haben. Das pirschende Pokerface. Das ist so schnell weg, man kann es kaum lesen. Aber ist der nicht genau gleich? Ah! Einfach nur ein bisschen schneller als der Pappmacho. Ja. Boop. Muss man die eigentlich genau treffen auf den Sticker? Irgendwie schon. Sonst zählt's nicht. Nein! Ah, wenn ich den nicht sehen kann, treffe ich ihn ja nie. So. Hauptsache, die Sticker sind ab, dann... No, 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 no! Wow, okay. Nicht übel. Das ist halt so nervig, ne? Dass die da immer durch die Gegend hetzen. Aber er hat ein ganz bestimmtes Muster. Er charged einmal, dann dreht er sich schnell nochmal um und dann bleibt er ein bisschen länger stehen. Schön. Wie viel kriege ich zurück? Darf ich da bitte hin? Nein, darf ich nicht. Oha! Das lohnt sich.
Ich möchte weiterkämpfen. Die Insel ist erfreut. Ich will das Herzchen. Das löst sich jetzt dann gleich auf. Aha. Ein leerer Cooper-Panzer. Gerade eben war er noch leer. Der furiose Panzerflitzer. Ja, wenn er den Panzer verliert, dann wird er zum Flitzer. Steht er auch nochmal auf? Oder? Ah ja. Er bleibt liegen. Ich glaube, man kann sie auch direkt frontal nochmal mit dem Hammer angreifen, obwohl ich mir da... Lollikopter, was hätte ich da machen sollen? Der hat mich einfach anvisiert und mit Paper Marios wahnsinniger Geschwindigkeit kann man da jetzt nicht wirklich ausweichen. Boom. Hier bin ich. Oh, jetzt bin ich woanders. Wehe. Wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Alter. Na gut, der war schnell K.O. Aber man kriegt nur 20 zurück. Und jeder Treffer zieht 30 ab. Wow. Geh aufs Ganze, würde ich mal sagen. Ich möchte weiterkämpfen. Bestimmt kriegt man am Ende noch was Besonderes. Gegner Nummer 4. Ach, so ein Buhu. Die habe ich bis heute nicht verstanden. Die waren immer voll billig zu besiegen. Mal schauen, ob der Goliath, der Gruselei, der noch irgendwas Besonderes drauf hat. Ich glaube, ich muss den anlocken, indem ich ihn nicht angucke. Ja. So. Hier bin ich. Ich will die Sticker sehen. Ha! Ja, jetzt wird's schwierig. Aber auch das ist geschafft. Das war jetzt nicht so ganz in Ordnung. Keine Ahnung, warum der auf einmal Mach 2 drauf hat. Lol. Na also. Hey, das ist ein größeres. Ja, aber hallo. Ich bin wieder voll geheilt. Der gibt 2000. Ich möchte weiterkämpfen. Das müsste dann wohl... Paracooper sein? Mhm. Dann gibt es noch 2, die ich nicht kenne. Und der ist schon relativ hart, weil man den aus der Luft fischen muss. Der Flegel mit den Flügeln! Oh Gott, da kann man ja gar nicht drauf reagieren. Man muss das Angriffspattern können. Oh, Leute. Mach's am besten gleich nochmal. Aha. Bleib einfach hier in der Ecke stehen. Diesmal hat er nicht verzögert. Gott. Und jetzt wird er zum normalen Cooper. Oder greift er dreimal an? Nein. Ah! Ich glaube, nach der Runde höre ich mal auf. Weil da ich die anderen beiden nicht kenne und wie man die besiegen muss, traue ich mir das nicht zu. Irgendwie. Oder einen noch? Einen vielleicht? Inzwischen würde ich richtig viel verlieren. Aber irgendwie, naja, 6000 Münzen sind jetzt auch nicht die Welt, oder? Nächster Gegner, erscheine! Was ist das? Ein Spike? Und der hat die Sticker an den Wangen. Der rollwütige Rabauke. Oh oh. Ich habe Angst. Der läuft von mir weg. Er hat genauso Angst vor mir. Ah, guck mal da. Wahrscheinlich kann man die auf ihn zurückschleudern, wenn man sie an der richtigen Stelle trifft. Und da fällt er auf die Schnauze. Paper Mario, warum bist du so langsam? Oh oh. Jo! Was, daneben? Ernsthaft? Muss ich die jetzt an der Stelle treffen, wo der Aufkleber ist, oder spielt das keine Rolle? Ich habe eher das Gefühl, es spielt keine Rolle. Es ist nur irgendwie schwierig, die in die richtige Richtung zu bolzen.
Als ob! Na endlich. Das. Weg mit der Pikachu-Wange. Aha, jetzt bewegt er sich, nachdem er geworfen hat. Mach du nur. Flatsch. Oh, der war ja easy. Ja gut, dann probiere ich den letzten auch noch. Wäre jetzt irgendwie dämlich, wenn ich mittendrin aufhöre. Pappmacho Steinspike. Mhm. Der nächste Gegner erscheine. Der ist wahrscheinlich jetzt so unfassbar unfair. Es ist einfach nur ein Buzzy Beetle. Die kreiselnde Kanaille? Stand da Kanaille? Halleluja! Okay, der hat eine Homing-Funktion oder sowas in der Art. Da komme ich nicht hin, ne? Ja, war klar. Er ist zu schnell. Okay, diesmal vielleicht. Boop. Oh Gott, nein, 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 nein! Ey, come on! Da kannst du nichts machen. Da kannst du absolut nichts machen. Wenn der es auf dich abgesehen hat, sayonara. Der ist viel zu schnell. Es sei denn, ich könnte ihn mit dem Hammer abwehren. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh, schaffst du das? Please. No! Viel zu langsam. Viel zu langsam, Mario. Du enttäuschst mich. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, wo? Okay, ich weiß nicht, was diese letzten beiden Attacken waren, aber die waren erbärmlich, zum Glück, für mich. Und er gibt 20.000 Ocken. Krieger, du hast alle 7 Pappmacho-Gegner besiegt. Die Insel ist äußerst erfreut. Du hast dir dein erkämpftes Preisgeld mehr als verdient. Ein Engeltoad? Alle 7 Runden geschafft, 31.600 Münzen gewonnen. Und sonst? Die Insel hat einen neuen Champion. Zu diesem Anlass wurde ein neuer Pokal an das Museum geschickt. Da erlöschen die Augen. Ja, perfekt. Falls dein Kämpfermagen wieder grummelt, kannst du hier jederzeit deinen Hunger nach Kämpfen stillen. Oh, ja, also wenn man dann jedes Mal wieder das gleiche Preisgeld bekommt, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Auf geht's. Zurück aufs große, weite Meer. Weil das hat jetzt nicht so lange gedauert. Vielleicht 10 Minuten? 36.000? Oder 31.000? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Zu viel Geld. Ja, das ist das Problem. Oder auch nicht. Wenn man so viel Geld hat, dass man schon gar nicht mehr weiß, wie viel. Ach, hier ist Ende. Maschinenstopp! So einen Nebel habe ich ja noch nie gesehen. Man sieht ja die eigene Nase nicht, wenn ich eine hätte. In dieser Suppe würden wir uns nur verfahren. Wir müssen beidrehen, ehe wir noch in Klapp Baudermanns Küche kommen. Da bricht einem doch der Mast, wenn wir nur eine Seekarte hätten. Damit könnten wir sogar durch diesen Dunst hier navigieren. Sag mal, wo wir gerade beim Thema Karten sind. Kennt ihr die Legende von Kapitän Toad? Er soll einst einen Toad gegeben haben, der sich unter den Wellen bewegte und im Besitz einer gar mysteriösen Seekarte war. Aber das sind sicher nur alte Geschichten. Wenn sie nur wahr wären, eine solche Seekarte würde uns sicher durch den Nebel helfen. Sprichst du von dem Kapitän Toad? Den kennen wir. Er hat gesagt, dass er zum Museum will. Ihr Scherzkekse. Das ist das drolligste Seemannsgarn, das ich je gehört habe. Der sagenumwobene Captain, eingesperrt in einem staubigen Museum. Ich lach mich schlapp. Moment, das war ernst gemeint?
Wow, dann legst du hin zu diesem Museum. Im Ernst? Jetzt soll ich wieder zurück zum Museum? Aber vorher musste ich unbedingt mal aufs weite Meer hinaus. Ich bin eine Revanche-Ass. Ja, ich weiß, dass es Ass heißt. Aber ich lese einfach immer Ass. Egal, wann es vorkommt. Auch beim bei Pokémon. Der Ass-Trainer. Ist einfach viel lustiger, wenn man das Leben auf diese Art und Weise sieht. Da hinten ist die MS Peach. Da wollte ich eigentlich sowieso auch nochmal hin, weil da fehlt mir noch was. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern ich hier dann anschließend noch Bewegungsfreiheit habe, wenn ich erstmal mit Kapitän Toad unterwegs bin, weil der ja offensichtlich kein Schiff hat, sondern ein U-Boot. Ein atombetriebenes U-Boot. Hier spielt jetzt auch fröhliche Musik. Das gefällt mir. Ich würde ja gerne die evakuierten Passagiere wiederfinden. Aber die Nebelbank auf dem weiten Ozean macht das unmöglich. Sollte sich der Nebel später mal... Also, das hat er letztes Mal schon gesagt, ne? Was fehlt denn mir hier noch? Ich bin mir sicher, da war noch was. Ein Schatzmini? Aha. Ja, dann gucke ich mich einfach mal um. Und warte auf das Glöckchen. Wo klingelt es? Wahrscheinlich irgendwo, wo man tatsächlich erst jetzt hin kann. Oh, das ist ja schön. Ein Restaurant auf dem Bug. Ich bereite etwas zum Essen für unsere Passagiere vor. So eine Evakuierung macht hungrig. Sind das Burger? Nee, eher Pancakes. Ich will nicht mehr auf dieser Kreuzfahrt arbeiten. Ich will sie genießen. Tja, so schön das hier auch ist, es klingelt nicht. Oh, bist du der so furchtbare Schmerzen hatten? Ich bin auf der Arbeit eingenickt und hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich habe geträumt, ich wäre ein Fußabstreifer. Klar, Träume sind Schäume, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als wäre jemand auf meinem Gesicht herumgestiefelt. Komisch. Ja, das ist der. Der auf der Treppe lag. Tja, muss ich wohl nochmal in den Maschinenraum gehen. Herzilein? Die haben hier ein bisschen aufgeräumt. Danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Ich habe ja so lange um Hilfe geflüstert. Warum hat mich dir nur keiner gehört? Du hast dir die Antwort gerade selbst gegeben. Um Hilfe geflüstert. Wer macht sowas denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt überhaupt nichts, dass ich jetzt nochmal hierher zurückgehe. In den Maschinenraum. Das Seil war zertrennt. Ich habe das in Ordnung gebracht. Du bist ein Blödmann, das war eine schöne Abkürzung. Die Treppe ist jetzt auch repariert. Wie schön. Danke, dass du die Maschinen repariert hast, Mario. Zum Glück sind sie in dem Chaos nicht schlimm beschädigt worden. Sie laufen sogar besser als zuvor. Wir sind bei 120% Leistung. Kleiner Ingenieurswitz. Mehr als 100% geht nicht. Und warum das Ganze, wenn ihr nicht fahren tut? Warum muss die Maschine auf 100% Leistung sein, wenn das Schiff nur rumsteht? Tja, was ich halt nicht hundertprozentig sicher weiß, ist, ob die Schatzmini-Klingel auch ausschlägt, wenn sich das Schatzmini in einem unsichtbaren Block befindet. Vielleicht muss ich auch nur wieder mit einem bestimmten Toad reden, ja, und der gibt mir dann das Schatzmini. So wie im Panoramaturm. Um zu VIP-Gardinen so lange wie Deck 2 fahren. Falls ihr es nicht eilig habt, könnt ihr euch auch in der Lounge ein oder zwei erfrischende Fruchtsäfte zu euch nehmen. Oder auch drei. Fruchtsäfte? Nee, danke. Das sieht halt so derbe nach Schatzmini aus. Aber ich komme nicht dran. Was ist das für ein Kunstwerk? Die Spezialität des Hauses empfehlen, die süße Sause. Ein Becher für 50 Münzen. Ja, hört sich gut an. Die süße Sause wurde speziell für unsere Schiffslounge kreiert.
Einfach zusammen mit der tollen Aussicht genießen. Volle Heilung. Aus so einem einfachen Plastikbecher. Wie stilbefreit. Ja, ja. Das Fenster ist wieder ganz. Und da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Nein. Süßer Saftgenuss. Vielleicht muss ich doch mal die Glocke ändern, weil ich bin jetzt durchs... Ja gut, im VIP-Zimmer war ich noch nicht. Diese Kabine ist nur für VIP-Gäste. Vermögend, imagefördernd und prestigeträchtig. Wir halten sie stets auf Vordermann. Aber nachdem du uns gerettet hast, bist du wohl der VIP schlechthin. Sei jederzeit willkommen, Mario. Wo ist das Schatz, Mini? Gib! Oh, stimmt, hier war ich noch nicht. Nie lässt der Kapitän mich mal Schiff steuern. Oh. Wer steuert das Ding denn überhaupt gerade? Achso, fährt ja gar nicht. Ha. Unser Kapitän liebt die MS Peach. Und ihre Namenspatin mindestens genauso, wie man sieht. Aha. Sieht nach einer leichten Obsession aus. Träumt eigentlich jeder irgendwann mal davon, Kapitän zu sein? Ja. Ich möchte Kapitän werden. Wo ist dieses Schatzmini? Ich klapp zusammen. Ihr Pfirsichtee ist fertig, Kapitän. Egal, wo man hinläuft, man kriegt eine volle Heilung. Gibt's da noch mehr außer Pfirsichtee? Nein. Wie schmeckt Pfirsichtee überhaupt? Ich hatte noch nie Pfirsichtee. Marios Gesichtsausdruck zufolge? Keine Ahnung, ist das jetzt eher so ein... Oder ein... Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Ich bin jetzt alles abgelaufen. Ob es wohl was damit zu tun hat, dass man alle Toads retten muss und dann erst das Schatzmini bekommt? Ist nicht ganz auszuschließen, oder? Das wäre ja fies. Aber davon muss ich jetzt mal ausgehen. Na gut. Zurück nach Toadtown. Dampfen wir ab! Unfassbar, dieser Nebel. Man kommt nicht vorwärts. Denn wo ist vorwärts? Mehr hast du nicht zu sagen. Ist die... Was schwimmt da? Oh, ich dachte, das wäre ein Toad. Diese Akkordeonmusik. Da kommt Urlaubsstimmung auf. Okay, die sind miteinander verbunden. Perfekt. Da ich ja am Anfang des Parts erzählt habe, dass wir heute ein neues Kapitel starten, würde ich das schon noch gerne in die Wege leiten. Das muss auf jeden Fall noch sein. Durch welches Wunder er wohl jetzt auf einmal im Myko-Museum angekommen ist? Wahrscheinlich hat er einfach nur eine Weile gebraucht. Ist halt nicht der Schnellste. Unser Kapitän Toad. Ich hatte gedacht, dass Kapitän Toad uns hier begrüßen würde. Kapitän Toad? Der existiert in Wirklichkeit gar nicht, musst du wissen. Er ist nur eine alte Legende. Eine schöne Legende, aber dennoch nicht real. Ho, 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 ho. Momentchen mal. Auf dem Schild steht Super Marino Steuern verboten. Dann ist das, was dieser Eindringling da tut, ja? Verboten! Ah, meine treue Marino. Noch immer stilvoll. Noch immer formidable. Und doch schreitet die Zeit voran. Oh, wir hatten gerade von Ihnen gesprochen, Sir. Also, haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Die Seekarte, die war's. Ach, hoffentlich haben Sie sie gefunden. Manches mag für immer verloren sein. Zurück bleibt nur eine flüchtige Erinnerung, wie eine einzelne Träne im Meer. Doch in der Tat, ich erlangte die Seekarte. Ich schlage einen Handel vor. Befördert mich und mein stolzes Schiff zum weiten Ozean. Und meine Karte soll euch gehören. Ah, hast du heimlich gelauscht?
Tut mir leid, dass ich so spät dran bin, aber ich habe alles Wichtige gehört, dass ich hier reingekommen bin. Wenn ihr diesen Pott zum weiten Ozean befördern wollt, bin ich euer Toad. Oh, das wird einfach toll. Ein U-Boot auf einem Schiff, zwei berühmte Kapitäne. Der kriegt seinen Mund nicht mehr zu. Ich kann's kaum erwarten. Und was ist mit meiner Ausstellung? Das war die Hauptattraktion. Wo soll ich denn jetzt bloß eine neue herkriegen? Ach, ich sorg schon dafür, dass du neue Ausstellungsstücke bekommst. Schatzminis, Pokale, alles was dazugehört. Schön langsam und vorsichtig. Verbindung hergestellt. Ihr seid jetzt startklar. Wenn ihr euer Schiff noch weiter aufpeppen wollt, mehr Schlote, mehr Nieten, mehr Swimmingpools, lasst es mich wissen, ja? Mehr Schlote. Mein Dank ist euch gewiss. Dies übergebe ich in eure fähigen Hände. Ha, die Seekarte. Jetzt spielen wir ein bisschen Wind Waker. Klasse, jetzt finden wir das andere Ende der nächsten Luftschlange ganz sicher. Außerdem gibt's jetzt noch mehr Abenteuer für uns. Wer weiß, was für fantastische Sachen wir auf See sehen werden. Auf See sehen, ich hab's heute echt drauf. Ich muss gestehen, ich hab genau das Gleiche gedacht. Ich muss schon sagen, diese ganze Situation mit Kapitän Tod ist das, was man in akademischen Kreisen als total gaga bezeichnet. Aber davon abgesehen, die Authentizität der alten Texte ist umstrittig. Die Marino gehört Ihnen, Kapitän. Ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute auf Ihren Reisen. Sollten Sie sich zu einem erneuten Besuch dieses Museums entschließen, biete ich Ihnen gerne eine persönliche Führung an. Ja, ja. Ist gut jetzt. Oh, das ist einfach der Knüller. Ich freue mich ja so, dass ich und mein Schiff euch helfen können. Und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was dieses U-Boot alles kann. Es fährt unter Wasser? Ich sag's ja, die moderne Technik. Jedenfalls, wenn ihr mich braucht, kommt einfach zu mir und sagt mir Bescheid. Euer Skipper ist immer für euch da. Sehr hübsch. Gibt's dazu was zu sagen? Es geht... Ich brauche ein Boot. Nein, der ist in Trance. Mit dem kann man nicht vernünftig reden. So, mit wem muss ich denn hier sprechen, damit die Reise beginnt? Auch eine Reise von 110 Meilen beginnt mit einem einzelnen Planscher. Was für eine Weisheit. Sollen wir den Motor hissen? Ja, auf geht's. Das heißt, wir fahren jetzt quasi bis zur Nebelbank und tauchen dran unter ihr durch. Wo geht eigentlich die lila Luftschlange hin? Vom Schloss aus geht sie irgendwie in eine ganz andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Die schlängelt sich da einmal ganz komplett rum. Drücke L, um die Seekarte zu öffnen. L. Ja. Der rote Schiffsumriss zeigt an, wo wir uns gerade befinden. Nutze die Seekarte, um dich auf dem Meer zurechtzufinden. Im Moment ist sie größtenteils leer, aber ich verzeichne neue Orte darauf, wenn du sie entdeckst. Der Tod. Eine Insel habe ich bereits auf der Karte eingetragen. Eine schaurig-schädelförmige. Ich nenne sie das Knochenkopfeiland. Also ganz ähnlich wie in Color Splash. Da hieß sie, glaube ich, Schädelinsel oder so ähnlich. Das Knochenkopfeiland soll etwas mit dem Nebel auf dem weiten Ozean zu tun haben. Begeben wir uns als erstes dorthin. Drücke nach unten, um mit dem U-Boot auf Tauchgang zu gehen. Es gibt Stellen, die regelrecht dazu einladen. Kurs auf Knochenkopfeiland. Abfahrt. Juhu, Knochenkopfeiland, wir kommen. Yes, es geht endlich los. Die Reise kann beginnen. Ich suche mal nach... wo will ich jetzt eigentlich hin? Okay, Richtung Schädel-Eiland. Bin mal gespannt, was auf der Karte eingezeichnet wird. Und warum ist da jetzt nicht die Insel der Riesen oder die Revanche-Insel verzeichnet? Könnte man das nicht schnell machen, Mario? Muss ich da extra nochmal hinfahren? Wow. Das ist auf jeden Fall um einiges größer. Was ist das da, der Blooper? Ist der nur Deko oder fahre ich jetzt voll in den rein? Ist wohl nur Deko. Dann möchte ich hier mal kurz tauchen. Mal schauen, ob das was bringt. Oha, das Glück ist uns old. Ja, 2 Münzen. Geil. Ich halte mal nach verdächtigen Stellen wie glitzernder Boden Ausschau. Wieso sieht es so aus, als würde die Insel schweben? Der Schatten ist so ungünstig. Lustig. Bin ich hier nicht richtig? Oh nein, bin ich nicht. Es geht noch viel weiter raus. Ich muss also irgendwie durch den Nebel.
Ah, Nebel! Keine Sorge, meine Karte wird uns leiten. Ja, einfach immer weiter. Noch ein kleines bisschen Kurskorrektur nach Steuerbord. Oder Backbord, ich habe keine Ahnung, was links und rechts ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde hier komisch rumgeschoben. Ah! Da ist sie. Was für ein unheimlicher Schädel. Da packt einen doch direkt die Abenteuerlust. Knochenkopfeiland. Oh, da ist die gleiche Statue wie auf der Revancheinsel. Oh je, ist ja richtig unheimlich hier. Oh, das sagt Olivia. Bilde ich es mir nur ein oder starrt uns der Riesenschädel dort irgendwie an? Gebt der Furcht nicht nach. Ihr müsst diese Insel erkunden. Ich will ihre Geheimnisse erfahren. Greife mich diese Rabenvögel an? Ich befürchte es. Aber der Händler mit seinem Feuer. Und weg ist es. Edel, exquisit und extra günstig. So, mehr fällt mir nicht ein für Reklame. Aha, Münzschrittzähler. 10.000 Schritte musst du gehen, um eine Belohnung zu sehen. Münzschrittzähler? Immer her damit. Kann ich noch ein bisschen Fitness machen nebenher. Schritte bisher? Null. Würde mich aber interessieren, wie viel ich tatsächlich schon hätte, wenn er mitgezählt hätte. Ja, der ist jetzt eigentlich relativ billig, deswegen nehme ich den noch gleich dazu. Ich habe ja 30% Rabatt auf alle Haushaltswaren. Und das war auch schon alles. Bye, bye. Wahrscheinlich muss ich den Schrittzähler allerdings ausrüsten und dafür was anderes liegen lassen. Ja, das dachte ich mir schon. Ach so, ja doch, das passt. Das passt. Kann ich hier ungestört die Sachen füllen? Angst vor den Krähen. Aber die wollen nicht. Die wollen nicht wirklich angreifen. Bestimmt passiert hier von allein irgendwas, wenn man die ganzen Löcher wieder richtig macht. Ja, nein, doch nicht. Ich möchte die gerne füttern. Da ist ein Loch. Ein verdächtiges Loch. Das war's schon. Mit den unsichtbaren Blöcken. Ist das ein Café oder? Ja, es ist ein Café. Oh, das ist ein perfektes Ende für diesen Part. Nochmal ein bisschen chillen. Geht's dem irgendwie nicht so gut? Willkommen, immer rein in die gute Stube. Kann man ihnen irgendwie helfen? Wie sie einfach nie was sagen, bis man sich hinsetzt. Willkommen im Café Klickerklack. Was darf's sein? Morbidmocker. Was kriege ich wohl dieses Mal vorgesetzt? Wo liegt das Problem, Mario? Magst du den Löffel nicht? Willst du meinen? Der Kaffee hier ist total lecker, lecker. Ich darf darum bitten, nicht auf dem Löffel zu kauen. Ist mit dem da alles in Ordnung? Er liegt schon eine Weile so herum. Sein Kaffee ist bestimmt schon eiskalt. Hey, lass ihn in Ruhe. Er war die ganze Nacht auf Patrouille. Er ist mächtig erschöpft. Die Nachtschicht? Das ist hart. Dann soll er schlafen. Ich mache ihm später noch einen Kaffee. Schlafen knochentrocken so. Vor allem, sind das Flügel, die da am Boden liegen? Oder nur seine Schuhe? Ah, dieser Kaffeeduft. Er scheint wirklich nur zu schlafen. Ah. Der Besitzer war früher ein Ass im Auf- und Abpatrouillieren, aber er gibt nicht gern an damit. Was knochentrocken halt zu machen, ne? Auf- und ablaufen. Okay, Leute, dann geht's hier im nächsten Part weiter. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und bis dahin. Ciao.